Man findet sie im Salz- oder Süßwasser, im Wattenmeer oder der Tiefsee. Muscheln sind eine Delikatesse. Aber nicht nur. Sie haben auch überraschende und nützliche Eigenschaften. Welche sind das? Und wie züchtet man sie? Der Étang de Thaux ist eine geschützte Lagune an der französischen Mittelmeerküste, durch eine Sandbank fast vollständig vom Meer abgetrennt. 500 Muschelzüchter gehen hier ihrem Handwerk nach. Adrian packt mit an. Herzlich willkommen bei Xenius. Also eins kann ich schon sagen, Muscheln mögen es salzig und kühl. Wissenschaftler des französischen Meeresforschungsinstituts Ifremer kontrollieren regelmäßig die Wasserqualität. Emily hilft ihnen dabei. Also diese Austern hier sind wirklich riesig und in jeder stecken 2 Jahre Arbeit. Austern gehören zu den etwa 10.000 Muschelarten. Muscheln sind wechselwarme Tiere. Das heißt, dass sie immer die Temperatur haben, die auch die Umgebung hat. Also wenn sie im Wasser sind, dann haben sie die gleiche Temperatur wie das sie umgebende Wasser. Wenn sie während der Ebbe trocken fallen, dann nehmen sie die Temperatur an, die die Luft hat. Über 30 Grad zum Beispiel im Wattenmeer in Deutschland. Und dann wieder von der Temperatur runtergehen auf 15 Grad, wenn die nächste Flut kommt. Das heißt, sie müssen in der Lage sein, mit diesen ganz schnellen Änderungen der Temperatur gut klarzukommen. Die Muschel besteht aus 2 Kalkschalen, die mit einem Schlossband verbunden sind. Auf den Schalen sind Wachstumsringe zu erkennen. Hier haben wir jetzt so eine Herzmuschelschale. Und hier sieht man auch schön, dass es hier so einen kleinen Bruch in der Schale gibt, genau da. Und das könnte so eine Phase sein, wo es dann wenig zu fressen gab, zum Beispiel im Winter. Also so ein Wachstumsring wie bei Bäumen im Prinzip. Oder eine Phase, wo die Muschel an einem ungünstigen Standort war und eben wenig Plankton abbekommen hat. Das, was wie eine Zunge aussieht, ist der Fuß der Muschel. Damit können sich viele Arten fortbewegen und in den Sand eingraben. Im Innern befindet sich der Weichkörper mit Herz, Darm, Magen, Niere. Und dem Mund der Muschel. Der Muschelkörper wird von einem Mantel umschlossen. Die Kiemen sind lamellenartig angeordnet. 2 Schließmuskeln halten die Muschelschalen vorne und hinten zusammen. Ihren Fuß schiebt die Muschel zur Fortbewegung aus dem Panzer. Die beiden schnorchelartigen Siphonen dienen der Atmung und der Ausscheidung. Die Muschel filtriert Plankton aus dem Wasser und die macht das mit ihrer Kieme. Das heißt, Wasser wird in die Muschel reingestrudelt mit ganz klitzekleinen Härchen, die auf den Kiemen sitzen. Das sind Tausende und Tausende von Härchen, die alle gleichzeitig schlagen und damit einen Sog erzeugen durch die Einstromöffnung der Muschel. Und dann wird das Plankton im Prinzip durch die Kiemen durch, wie durch so ein Sieb, durchgesogen. Und im Sieb bleiben dann die großen Partikel, also Planktonzellen, Algen, die bleiben da hängen und werden dann mit anderen kleinen Härchen zum Mund der Muschel befördert und dann aufgenommen. Und verdauen. Eine einzige Miesmuschel kann 5 Liter Wasser pro Stunde reinigen. Im rechten Glas mit dem verschmutzten Wasser ist der Prozess gut zu sehen. Muscheln nehmen so auch Giftstoffe auf. Verbraucherschützer raten deshalb davon ab, selbst gesammelte und nicht kontrollierte Muscheln zu essen. Die Muschel nimmt natürlich nicht nur Plankton auf, sondern auch Schadstoffe und die werden auch eingestrudelt und die können natürlich sich in dem Tier dann anreichern mit der Nahrung. Und das kann die Muschel dann auch nicht verhindern, wenn sie diese Schadstoffe nicht als Schadstoffe erkennen. Um nicht von den Wellen davongespült zu werden, heften sich Miesmuscheln mit einem Bündel spezieller Fasern am Untergrund fest. Manchmal auch an ihre Artgenossen. So entstehen Muschelbänke.
Ja, die Muscheln besitzen spezielle Fasern, die sogenannten Byssusfäden. Und diese Byssusfäden, die kann man hier ganz toll sehen. Das sind hier diese ganz dünnen Fädchen, die aber unglaublich stark sind. Und die werden von einer kleinen Drüse auf dem Fuß der Muschel gebildet. Und damit kann die Muschel sich dann an festen Untergründen festtackern. Und sie kann ganz viele von diesen Fäden produzieren und damit auch den stärksten Wellenbewegungen widerstehen. Und so sieht Muschel Sex aus. Die meisten Arten haben männliche und weibliche Vertreter, so auch die Miesmuschel. Die männliche Muschel schleudert ihre Samen weit von sich. Wenn eine weibliche Muschel bei der Nahrungsaufnahme Samenzellen aufsaugt, scheidet sie ihre Eier aus, etwa 5 bis 12 Millionen Stück. Diese können dann befruchtet werden. Bei Gefahr können sich Muscheln schnell schließen und ohne großen Energieaufwand lange Zeit geschlossen bleiben. So kommt fast niemand an ihr Fleisch heran, nur echte Profis, wie Steinkrabben. Oder Seesterne. Wenn ein Seestern eine Muschel fangen möchte, dann setzt er sich genau auf die Muschel drauf und heftet sich mit den Saugarmen an den Schalenseiten fest und zieht ganz lange und geduldig für mehrere Stunden, bis sich die Muschel einen Ticken weit öffnet. Und dann kann er seinen Magen durch die Mundöffnung hier ausstülpen und in die Schale hineingeben und dann die Muschel innerhalb ihrer eigenen Schalen verdauen. Ihre kalkhaltige Schale schützt Muscheln vor den meisten Fressfeinden. Doch die Versauerung der Meere greift diesen Panzer an. Je saurer das Wasser in ihrem Lebensraum ist, desto schwieriger wird es für die Muscheln, ihre Schale zu bilden und zu überleben. Das sind Mini-Austern, 6 Monate alt. Die haben wir gekauft. So klein. Ja, die können wir noch nicht weiterverarbeiten. Warum kauft ihr die? Bei uns können sich die Austern nicht fortpflanzen. Deshalb müssen wir sie ankaufen. Was passiert mit denen? Die kommen zurück ins Wasser. Ich zeige dir, ab welcher Größe wir die Austern zusammenkleben. Gut, die gehen jetzt noch mal in den Austernkindergarten und Austern kleben habe ich auch noch nie gemacht. Oliver? Oliver. Was soll ich tun? Immer 2 zusammen flach hinlegen. Warum so rum? Wir legen alle in die gleiche Richtung, damit sie alle kopfüber im Wasser hängen. Die werden etwa 4 Meter tief im Wasser hängen. Am Ende sollen an deiner Kordel 150 Austern hängen. Jetzt die Kordel. Diese hier kommen später ganz nach unten. In 4 Metern Tiefe? Genau. Ich lege die Kordel zwischen 2 Austern und führe sie wieder zurück. Die hier werden ganz oben sein. Warum werden die aufgeklebt? Das ist ein bisschen seltsam. Das stimmt. Wir haben in der Lagune keinen Seegang und keine Gezeiten. Wenn die Austern alle zusammenliegen, wachsen sie nicht ordentlich. Aber wenn wir die Austern aufkleben und sie mit etwas Abstand im Wasser verteilen, kommen alle an Nahrung und wachsen gut. Das macht man nur hier so, sonst nirgendwo in Frankreich. Was benutzen wir als Klebstoff? Zement. Echt? Ja, der wird mit einem Spritzbeutel aufgetragen. Okay, super. Austern-Küchlein quasi. Spannend. Et voilà. Bien. Okay. Willst du es probieren? Wie ein Windbeutel. Super. Ups, das war ein bisschen zu viel, aber ich bin ja auch Anfänger. Okay.
Gut so? Sehr gut. Jetzt kommt noch eine obendrauf. Für die Produktion ist bestimmt auch die Wasserqualität wichtig, oder? Ja, sehr wichtig sogar. Die Austern leben ja noch, wenn wir sie essen. Das Wasser wird streng kontrolliert. Worauf muss man achten? Die Austern fressen Plankton, und zwar alle Arten. Aber wir Menschen vertragen manche davon nicht. Deswegen kontrolliert das Institut Ifremer jede Woche das Wasser und die Austern in der Lagune. Dafür ist der Meeresbiologe Franck Lagarde zuständig. Er untersucht auch, welchen Einfluss die Zucht auf das Ökosystem in der Lagune hat. Was ist das Besondere an dieser Lagune? Ein so großer Salzwasserteich, beziehungsweise eine Salzwasserlagune, das gibt es nicht so oft. Ist das Ökosystem hier sehr empfindlich? Ja, das Wasser ist sehr flach. Da machen sich kleine Veränderungen schnell bemerkbar. Egal ob klimatisch bedingt oder durch den Menschen. Wie können wir herausfinden, in welchem Zustand sich die Lagune befindet? Wir entnehmen zwei Wasserproben. Eine innerhalb der Austernzucht und eine weiter draußen in der Lagune. Die werden wir analysieren und vergleichen. Dieses Wasser sollte durch die Muscheln ja besonders gefiltert sein. Sind die Giftstoffe noch in den Muscheln, wenn wir sie essen? Ja, durch das Filtern können die Muscheln Schadstoffe enthalten. Und was passiert, wenn in den Muscheln zu viele Schadstoffe gefunden werden? Wir sind verpflichtet, unsere Analyseergebnisse an die örtliche Präfektur weiterzugeben. In dieser Behörde wird dann entschieden, ob die Muscheln verkauft werden dürfen oder nicht. Können wir uns das Filtersystem noch mal genauer anschauen? Ich seziere die Austern. Dann kann man die Kiemen gut erkennen. Hier sieht man, wie die Partikel, diese Pünktchen hier, von den Kiemen nach oben bis zum Mund transportiert werden. Wie macht sich das in den Wasserproben bemerkbar? Das werden wir sehen, wenn wir die beiden Proben vergleichen. Wir haben ja schon eine Wasserprobe von dort hinten genommen. Gleich machen wir die zweite Probe. Allons faire le prélèvement hors table et puis on pourra comparer. Tiens, si tu veux, tu lèves und ça. Hoch. Voilà, voilà. Wie alt sind die? Eineinhalb. Sie brauchen noch ein halbes Jahr, bis sie ausgewachsen sind. Nach zwei Jahren ernten wir. Wachsen die hier schneller als im Atlantik? Ja, bei uns brauchen sie zwei Jahre, sonst in Europa überall vier. Im Meer gibt es ja Gezeiten. Die Austern sind bei Ebbe nicht im Wasser und können nicht fressen. Schmecken sie dadurch auch anders? Klar. Man schmeckt, woher sie kommen. Eine Auster aus der Normandie hat einen anderen Geschmack als eine von hier oder aus dem Atlantik. Ihr züchtet ja auch Muscheln. Geht das genauso? Muscheln müssen nicht geklebt werden. Sie kommen in Netze und wachsen von allein. Die Miesmuschelzucht ist viel einfacher. Austern erfordern viel Handarbeit. Sind Miesmuscheln deswegen billiger? Ganz genau.
Werden die noch sauber gemacht? Selbstverständlich. Jetzt müssen wir die Kordeln aus dem Wasser ziehen. Warum? Wir probieren eine neue Methode. Wir imitieren die Gezeiten, indem wir die Austern aus dem Wasser ziehen. Dadurch wird ihr Fleisch fester. Unser Labor ist direkt an Bord. Jetzt werden die Wasserproben verglichen. Die erste stammt aus dem Bereich der Austernzucht. Die andere hat Emily mit Franck Lagarde außerhalb der Zuchtzone genommen. Die winzigen Planktonteilchen im Wasser sind mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Sie setzen sich auf den Papierfiltern ab. Die Proben zeigen, hier draußen befindet sich eindeutig mehr Plankton als in der Austernzuchtzone. Es gibt ausreichend Nahrung für die heranwachsenden Austern in den Parks. Der Wind sorgt für Strömungen in der Lagune. Dadurch kommt immer wieder frisches Plankton in die Zuchtbereiche. Bei diesen Austern probiert Simon Julien seine neue Technik. Einmal in der Woche werden sie aus dem Wasser gezogen. Das soll in kleinem Maß die Gezeiten simulieren. Das Ziel? Die Austern aus der Lagune sollen ein ähnlich festes Fleisch entwickeln wie ihre Artgenossen aus dem Atlantik. Zwei Stück. Die müssen wir säubern. Viel Natur. Wir haben dafür eigentlich ein Hämmerchen. Und vorher werden sie abgespritzt. Die waren ja immer auch mal an der Luft. Dann machen sie eine Art Gymnastik. Die Schließmuskeln sind gut trainiert. Das macht es schwer, sie zu öffnen. Aber es lohnt sich. Sie sind prall gefüllt. Kann man schon etwas zur Qualität sagen? Wir haben beobachtet, dass es gut ist, die Austern ab und zu am Fressen zu hindern. Wenn wir sie nach der Trockenphase zurück ins Wasser lassen, legen sie Vorräte an. So entwickeln sie mehr festes Fleisch. Wir verstehen heute noch nicht ganz genau warum, aber sie schmecken anders. Siehst du? Ganz voll. Ich bin echt gespannt, frischer geht's nicht, ne? Direkt aus dem Meer. Die Austern leben hier ja paradiesisch und wachsen ausgezeichnet. Aber sie pflanzen sich nicht fort. Warum? Wir sind dabei, das Problem zu lösen. Dafür haben wir Versuchsanlagen an verschiedenen Stellen der Lagune aufgestellt. In den Bereichen, in denen keine Zucht betrieben wird, haben sich die Austernlarven gut entwickelt. Sie brauchen dafür nur Andockstationen. In den Zuchtbereichen bleibt also einfach nicht genug Futter für die Larven übrig, sodass sie nicht überleben. Die Versorgungslage in der Mitte der Lagune ist besser. Und dort können die Austern sich fortpflanzen? Ganz genau. Man sollte die Baby-Austern also dort draußen wachsen lassen. Können wir uns das anschauen? In diesen Kollektoren sollen die Larven zwischen den Schälchen nisten und dann Austern ausbilden. Hier in der Zuchtzone haben sich bis jetzt allerdings keine Larven angesiedelt. Diese Muschel birgt ein Geheimnis. Gold, Silber, Kupfer und wertvolle seltene Erden in kleinsten Mengen. Könnte sie ein Wegweiser zu versteckten Erzlagerstätten sein? Die Tiefseemiesmuschel Batimodiolus lebt in völliger Dunkelheit an sogenannten hydrothermalen Quellen. In bis zu 3500 Metern Tiefe tritt dort heißes Wasser aus dem Meeresboden. Es ist mit Mineralien aus gelösten Metallen angereichert. Beim Aufbau der Muschelschale nimmt die Muschel Spuren dieser gelösten Metalle auf und speichert sie. Selbst dann noch, wenn die Quelle längst versiegt ist. Die Muschel nimmt im Prinzip das Meerwasser auf im Körper
und extrahiert Calcium und Carbonat aus der Lösung, um das Kalkgitter zu bauen. Und damit werden aber auch immer andere Ionen, Metallionen, Spurenelemente, die sich in dieser Lösung befinden, mit eingebaut, weil die nämlich das Calcium einfach ersetzen können in dem Gitter. Diese Signatur interessiert uns, nicht der Kalk selbst, sondern das, was zusätzlich zum Kalk in diesen Schalen mit eingelagert wird. Um Informationen aus der Muschelschale zu gewinnen, wird sie zu einem feinen Pulver gemahlen und in Salpetersäure aufgelöst. Wir lassen die jetzt noch etwa 4 Stunden bei erhöhter Temperatur reagieren, damit wir eine vollständige Auflösung der Schale haben. Kleine Rückstände werden dann noch abfiltriert und danach können wir die Analysen vorbereiten. Die gewonnene Lösung wird über einen sogenannten Ionentauscher gegeben. Nur die begehrten Edelmetalle und seltenen Erden werden aufgefangen. Die Säurelösung und alle anderen Elemente laufen an der Säule des Ionentauschers vorbei. Die Daten aus den Muschelschalen werden nun mit den Daten des vor Ort gesammelten Meerwassers verglichen. Dort, wo es heiß ist, können viele Erze sein. Wie gesagt, der letzte endliche Beweis kann eigentlich nur erbracht werden, wenn man wirklich in den Untergrund guckt. Aber es ist für uns das erste Indiz, dass es sich dort lohnen könnte, zu suchen. Ob das auch für andere Muschelarten zutrifft, müssen die Wissenschaftler noch herausfinden. Hallo Christian. Ach, hallo Andrea. Andrea Koschinski tauscht sich mit ihrem Kollegen Christian Borowski aus, der Riesenmuscheln aus dem Pazifik erforscht. Ich wollte erst noch mal mit dir abklären, der Bildungsmechanismus der Schale als solches, auch wenn das jetzt verschiedene Arten sind, ist der vergleichbar genug, dass wir diese Arbeiten so machen können? Ja, das können wir auf jeden Fall. Der Mechanismus, wie die Schalen gebildet wird, ist bei allen Muscheln derselbe. Von dem Mantelrand wird die Schale abgesondert, also gebildet, und das passiert hier am äußersten Rand dieser Schale. Da wird immer angebaut und man sieht ja hier in diesen Ringen, so sieht man, wie die Schale in allen drei Dimensionen des Raumes immer weiter wächst. Und insofern könnte ein Muster von seltenen Erden in den Schalen könnte möglicherweise Aufschluss geben darüber, wie die Aktivität, die hydrothermale Aktivität in der Vergangenheit gewesen ist. In der Tiefsee ist die Suche nach Erzvorkommen viel schwieriger als an Land. Muscheln könnten zeigen, wo es lang geht. Na, wie läuft's bei euch? Wir üben gerade das Öffnen. Gar nicht so einfach. Wie wär's mit einem kleinen Wettkampf? 4 für jeden. Okay, tout le monde est prêt? 1, 2, 3. Moment, ich bin noch nicht so weit. Gleich hast du die erste geschafft. Oh, die armen Austern. Adrian hat gleich schon 2, noch 3 für dich. Gar nicht so einfach. Komm, ich helfe dir. Das ist unfair. Hier, schnell, aber vorsichtig. Attention, y aller doucement. Il faut aller vite, mais doucement. Das ist ein Widerspruch. Ich kann nicht schnell und sanft. Nur noch 2. Es muss doch auch schön aussehen. Wie peinlich. Und das, obwohl ich aus der Bretagne komme. Alors, mon trou, il est ici. Okay, troisième, voilà, très bien. Nummer 3, auf zur letzten. Hier auch. Die verstecke ich. Sieht doch gut aus. Los, die letzte. Das ändert nichts am Geschmack.
Da ist noch Schale drin. Bravo, Adrian hat gewonnen. Joli coup. Bravo. Merci. Danke, aber eigentlich hast du gewonnen. Ja, vor ein paar Minuten. Super Arbeit. Bravo. Jetzt kommt das Beste. Allez. Okay. Servez-vous. Allez-y. Félicitations. Alors. Super frisch. Super frisch. Danke für diesen wunderbaren Tag. Schön war's. On est bien là. Ça veut dire que tu es. À la prochaine. Salut. So, eine noch.